Oh, das ist teilweise ziemlich gruselig da. Man sieht überhaupt nichts. Gruselfaktor 650 Meter tief unter der Erde von Kärnten. Hier in der Nähe des Klöpeiner Sees ist dieser Freizeittipp die Touristenattraktion. Biken im Stollen heißt eine wirklich skurrile Freizeitidee. Und dieser Stollen ist 7 Kilometer lang und hat eine Luftfeuchtigkeit von 95%. Und er schaut schon sehr dunkel aus und riecht schon ein bisschen modrig. Und ich hoffe, dass dieser Mann an meiner Seite mich wieder heil ans Tageslicht bringt. Christian, was brauche ich jetzt eigentlich fürs Biken im Stollen? Gibt da jetzt eine Lampe, eine Stirnlampe. Ne? Genau, das ist das einzige Licht, das du da drinnen zur Verfügung hast. Das ist stockfinster. In ganz Europa ist das der einzige Stollen, den man mit dem Fahrrad befahren kann. Schon nach kurzer Zeit radelt man in der völligen Dunkelheit. Jetzt ist schon sehr, sehr, sehr finster und jetzt, wir sehen noch ein bisschen was mit unserer Lampe. Die Lampe leuchtet 50 Meter weit, also gerade so weit, dass man zumindest sieht, wo man hinfährt. Hier drinnen verliert man jedes Zeit- und Orientierungsgefühl. Wie weit sind wir jetzt gerade mal gefahren? Wir sind jetzt ca. 200 Meter gefahren und wir haben noch, 7 Kilometer vor uns, also noch den größten Teil. Okay, und es wird wahrscheinlich immer enger. Es wird immer enger und immer noch dunkler. Noch dunkler? Noch dunkler. An die Dunkelheit gewöhne ich mich allmählich, allerdings wird die Kälte im Stollen unerträglich. Und es ist wahnsinnig kalt und man glaubt es nicht, es hat 7 Grad oder so. Boah, das habe ich aber das letzte Mal gesehen beim Händelpanieren. Also durchgehend 7 Grad und ca. 90% Luftfeuchtigkeit. Okay. Jetzt umdrehen ist allerdings zu spät. Dafür sind wir schon zu weit in dem Stollen drinnen. Jetzt heißt's reinbeißen. Die Stollentour selbst dauert trotz der Länge von 7 Kilometern ca. 2 bis 4 Stunden. Und plötzlich bin ich ganz überrascht. Nach rund 2 Kilometern kommt man an faszinierenden Felsformationen vorbei. Die Tour wird plötzlich zum Bergwerk Sightseeing auf dem Fahrrad. Aber es ist faszinierend. Es ist wirklich faszinierend, ich hätte das nicht geglaubt. Ich meine, das ist jetzt nur alles dunkel und modrig, aber ich bin jetzt ganz überrascht. Man kann einiges anschauen, man sieht große Abbauhüllen, was man abgebaut hat und wie abgebaut wurde. Früher hat man hier Blei und Zink abgebaut. Auf 24 Ebenen wurde abgebaut. Ja, und wir fahren auf der 10. Ebene durch und eigentlich nur auf einer Ebene. Also wir wechseln die Ebenen nicht und wir haben 10 Höhenmeter zum Überwinden. Also es ist auch für Kinder geeignet ab 10 Jahren. Ah, okay. Genau, und die können da auch schon mitfahren. Und die fürchten sich auch? Überhaupt nicht. Kinder sowieso nicht. Das ist Action pur. Ne? Genau. 59 Euro kostet das Fahrradfahren im Stollen. Rad und Helm kann man sich alles ausleihen. Das kostet dann 72 Euro. Preislich völlig okay. Biken im Stollen ist wirklich eine sehr lustige Freizeitidee. Es ist mehr Sightseeing als Biken, würde ich sagen, denn man bleibt immer wieder stehen. Und ich hätte geglaubt, die Enge ist das große Problem. Nach 200 Metern habe ich mich aber daran gewöhnt. Auch die Dunkelheit war nicht das große Thema, sondern wirklich die Kälte. Ich glaube, ich habe wirklich 4 Stunden durchgefroren. Also so eine Gänsehaut hatte ich in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nicht. Daher meine Empfehlung, unbedingt warm anziehen.